Auf der Galinchener Hauptstraße ist heute Morgen gegen 7 Uhr ein Stickstofftransporter von der Straße abgekommen. Er hat eine Ampel umgerissen, geriet ins Schleudern und ist anschließend umgekippt. Vom flüssigen Stickstoff ist nichts ausgelaufen. Der Fahrer des LKWs ist ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht geklärt. Die genaue Unfallursache ist momentan noch unklar. Die Polizei ermittelt. Fest steht nur, dass der LKW aus Richtung Spremberg kommend hier irgendwie von der Fahrbahn abkam und auf der Gegenfahrbahn dann zum Liegen kam. Durch den Unfall musste die Galinchener Hauptstraße voll gesperrt werden. Ein zweites Fahrzeug pumpte den Stickstoff ab und Räumfahrzeuge beseitigten den LKW. Die Straße blieb den ganzen Tag gesperrt. Die Schäden sind vergleichsweise überschaubar. Es wurde die Ampelanlage beschädigt, die Straßenbeleuchtung wurde beschädigt. Da muss dann sicherlich im Nachgang nochmal eine Auflistung der Schäden erfolgen. Die beschädigte und die vollkommen zerstörte Ampel werden schnellstmöglich ersetzt.